Gott, ich will endlich so ein Style and Talk Video machen. Ich muss aber, ich hoffe, das geht sich aus. Ich habe nämlich ziemlichen Zeitdruck, weil ich muss nämlich noch in die Fahrschule. Ich fange am besten auch gleich mal an, weil ich will nicht, dass das Video erstens zu lang braucht. Ich war auch baden, habe noch gegessen und so und muss dann nämlich auch wieder in die Fahrschule. Und ich will die Zeit jetzt noch nutzen. So, fangen wir mal an. Also ich werde mich dann nebenbei auch schminken. Und werde die Fragen mal vorlesen. So, du kannst dein Kleid anziehen. Oh, das war meine Nichte. Tolle erste Frage. Was isst du am liebsten? Am liebsten? Also in letzter Zeit Burger. Fragst mich nicht wieso. Aber in letzter Zeit esse ich ziemlich gerne Burger. Ich weiß nicht, ob ich euch näher zoomen soll oder nicht. Aber in letzter Zeit am liebsten Burger. Sogar selten Pizza, was mich eben wundert, aber... Burger in letzter Zeit sehr, sehr oft. Oder Donuts. Also Donuts, da bei Maggie gibt es jetzt den urgeilen. Das ist so ein Zitrone-irgendwas-Donut. Boah, der ist so gut. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Donuts mögt. So. Erkennen dich Leute? Was halten... Das sind zwei Fragen. Also, ob mich Leute erkennen und was Familie und Freunde davon halten von YouTube. Also, viele Freunde wissen es noch nicht. Nur die engsten Freunde, glaube ich, wissen es eigentlich. Ich habe auch viele Freunde durch YouTube kennengelernt. Sie sagen eigentlich nichts dazu. Sie wissen, dass ich das mache, aber sie sagen jetzt nicht wirklich was dazu. Ich wüsste auch gar nicht, was sie sagen sollten. Also, es ist ja eigentlich auch meine Entscheidung, sage ich jetzt mal. Und... Was sollten sie großartig sagen? Verbieten würden sie es nie und sie fragen auch gar nicht so danach. Also meine Mama hat damals schon immer gefragt, aber mein Bruder und mein Vater jetzt ehrlich gesagt nicht. Meine Schwester kommt eh manchmal in Videos vor. Ja, das war's. Erkennen? Nicht wirklich. Eher weniger. Erkennen du mich ehrlich gesagt nicht wirklich welche. Es ist schon ein paar Mal vorkommen, aber jetzt nicht so extrem viele. Wie war es am Anfang, YouTube-Videos zu machen? Ich kann nicht lesen. War mehr als nur komisch. Es war wirklich extrem komisch, am Anfang YouTube-Videos zu machen. Das merkt man, glaube ich, wenn man die allerersten Videos von mir schaut. Merkt man, dass das mir voll unangenehm war. Aber nach einer Zeit, umso öfter ich die Videos gemacht habe, umso schneller bin ich da reingekommen. Also am Anfang ist es schon sehr komisch und merkwürdig, sage ich jetzt mal. Aber dann später, umso öfter man das macht, umso... mehr gewöhnt man sich dran, sage ich jetzt mal. Und es ist ja auch zu einem Hobby geworden, also war es nur am Anfang sehr, sehr unangenehm, mit einer Kamera zu reden. Jetzt bin ich es irgendwie gewohnt. Wie läuft es beruflich so zurzeit? Beruflich läuft es sehr gut. Das Spiel ist weit zu unten. Zu weit unten so. Beruflich läuft es sehr, sehr gut. Ich habe jetzt, wie gesagt, Urlaub bekommen für meinen Führerschein. Ja, mal gucken, wie es dann da läuft mit dem Schein, aber... Beruflich läuft sehr gut. Ich fühle mich mit allen wohl. Durch die ganzen Ereignisse, was jetzt waren, ist eher so eine Familie geworden. Und durch dass das nicht nur mir so viel Schlechtes passiert ist, sondern auch anderen Kollegen, leider, sind wir noch mehr zusammengewachsen. Und das finde ich wirklich gut. Weil das hat man nicht in jeder Firma so, finde ich. Das hat man wirklich nicht in jeder Firma so. Also beruflich kann ich mich echt nicht beschweren. Wirklich nicht. Dass ich nicht immer einen guten Tag habe, ist... Brauche ich nicht erzählen, oder? Das ist ja... Wir hatten das. Oder dass mir jemand in der Arbeit auf die Nerven geht, oder dass ich jemanden auf die Nerven gehe. Das kommt vor, das ist normal. Wäre ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Hast du vor, dieses Jahr wieder zu verreisen für ein paar Tage? Ich glaube... nicht. Ich glaube nicht, weil ja durch Corona wird das nicht gehen. Also heuer glaube ich nicht. Habe ich nicht vor. Außer wenn ich jetzt einen Führerschein schaffe, dann vielleicht mit dem Auto irgendwo innerhalb von Österreich vielleicht. Vielleicht, mal schauen. Aber genau kann ich es euch noch nicht sagen. Was macht dich zurzeit glücklich? Wofür bist du dankbar? Aber das ist eine schwere Frage. Traurig, wenn ich das sage. Dankbar für viele Freunde. Glücklich... Das ist echt schwer zu beantworten. Also, glücklich. Das ist traurig, wenn mich die Frage ein bisschen rausbringt, oder? Naja, glücklich, so richtig glücklich bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist ja kein Geheimnis. Aber
quasi lerne ich jetzt gerade mit dem Ganzen umzugehen, mit der ganzen Situation umzugehen. Auch das Alleinsein mit dem versuche ich umzugehen. Also lernen umzugehen. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann schon immer reden, bin schon deppert zum Reden auch schon. Ja, mal. Es kommt auch auf die Tagesverfassung an, sage ich jetzt einmal. Wie soll ich die Frage beantworten? Das ist ja wohl scheiße. Mich bringt diese Frage komplett raus. Was macht dich zurzeit glücklich? Wofür bist du dankbar? Also dankbar bin ich für meine Freunde, für meine Familie. Für meinen Job. Ganz klar. Auf jeden Fall. Glücklich ist echt schwer. Also das kann ich euch nicht beantworten, weil es gibt... Ich bin glücklich, wenn ich mit meinen Freunden oder mit meiner Familie zusammen sein kann und dann, dass wir Spaß, also dass wir sich gegenseitig ablenken, das macht mich glücklich. Der Rest kann ich euch nicht sagen. Also ich bin zurzeit nicht gerade die glücklichste Person, wie man sieht. Sieht man auf Instagram, glaube ich, sehr häufig, aber es wäre ja gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin dauerhaft happy, wenn mich macht das glücklich. Nein. Es kommt auf die Situation an. Würde ich. Ich kann die Frage wirklich nicht beantworten. Klingt jetzt vielleicht unbehindert, aber ich kann sie nicht beantworten. Glücklich macht mich in letzter Zeit wenig. Wenn mal schönes Wetter wäre, dann wäre ich glücklich. Wenn es nicht dauernd um Corona gehen würde, dann wäre ich glücklich. Ja, also es ist ein bisschen schwer zum Beantworten, die Frage. Also, ich weiß nicht, jetzt in einer so einer... In so einer jetzigen Situation sollte man gerade was finden, was einen glücklich macht, aber nicht wirklich. Habe ich leider nichts. Nein, klingt blöd, aber ich habe wirklich nichts. Wie es mir gerade geht und noch immer solo. Ja, gehen tut es mir so lala. Kommt immer den Umständen entsprechend an. Heute geht es mir eigentlich relativ gut. Gestern ging es mir auch sehr gut. Heute eigentlich auch. Ja. Ich weiß schon, was mich glücklich macht. Ich kann doch noch eine Antwort drauf geben. Musik macht mich glücklich. Da habt ihr es. Ich habe es doch beantwortet. ja, ich bin noch immer Single, Solo, nennt es, wie ihr wollt. Ich versuche aber gerade, wie gesagt, damit umzugehen. Was nicht sein soll, das soll halt nicht so sein, oder? War das jetzt richtig oder falsch? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Wenn es nicht ist, dann ist es nicht so. Egal. Wer hat Schluss gemacht und warum, wenn es nicht so persönlich ist? Er hat Schluss gemacht, weil er auf sich selber sich konzentrieren will. Thema beendet. Hast du noch dein Zimmer zu verändern? Ich glaube, hast du vor, noch dein Zimmer zu verändern, heißt das. Ich will ja die ganze Wohnung renovieren. Jetzt mit dem dauernden Lockdown bei uns in Wien ist das natürlich ein bisschen schwer. Ich reiße nicht alles raus und dann kann ich wochenlang nicht oder monatelang nicht weitermachen. Wäre beschissen, wenn ich das so machen würde. Zumindest finde ich das so. Deswegen konzentriere ich mich jetzt mal auf den Führerschein und die Wohnung kommt dann anschließend dran, wenn ich dann mich... Klingt vielleicht jetzt dämlich, viele sagen, ich soll gleichzeitig mit den Sachen anfangen, aber mache ich sicher nicht, weil ich will mich zuerst auf eins konzentrieren und dann auf das andere, weil... Das wäre... Nein, einfach nein. Ich will auf jeden Fall mich zuerst auf den Führerschein konzentrieren, weil der braucht sehr viele Nerven bei mir. Und deswegen, Wohnung, Renovierung ist geplant, aber ich muss halt noch schauen, wann. Und ich überlege auch schon die ganze Zeit, welche Räume zuerst. Ich habe vor kurzem mit meinem Vater gesprochen. Er hat gemeint, ob vielleicht nicht doch besser wäre, das Badezimmer zuerst zu machen. Jetzt habe ich gerade nicht gesehen, wo ich hinschmier. Das Badezimmer zuerst zu machen, weil es ja doch ein... Die ganzen Fliesen können runter. Ich weiß nicht, ob ich jemals mein Badezimmer herzeigt habe. Ich glaube, in den alten Videos. Aber die Fliesen können auf jeden Fall alle runter. Und ich will auch die Badewanne neu und das Waschbecken neu, weil das halt alles sehr alt ist. Und ja, ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wie es die Verhältnisse zulassen. So. Ich muss gerade... Da. Holst du dir bald einen neuen Hund? Ich habe die Fragen schon lange nicht mehr durchgelesen, wie man sieht. Ich weiß es noch nicht. Jetzt ist das mit dem Sparky bald ein Jahr her. Und umso mehr ich Hundevideos und so sehe, hätte ich schon gerne noch einen Hund. Aber ich glaube nicht. Also jetzt, zurzeit, bald, nein. Auf gar keinen Fall. Geht es dir aktuell gut? Aktuell...
Da ist noch eine Frage, wie es mir geht. Da ist noch eine Frage, wie es mir geht. Na, servus. Dreimal, wie es mir geht. Den Umständen entsprechend, sagen wir mal. Jetzt ist auch bald ein Jahr der Tod von meiner Mama her. Das ist auch gerade nicht so leicht. Und dann kommt das Parkier auch noch dran. Ja, aber wir lassen wenigstens das Grab herrichten. Also seit ich weiß, dass das Grab jetzt in Angriff genommen wird, geht es mir besser. Auch wenn es doof klingt. Aber seit das endlich gemacht wird, es wird zwar eine Weile brauchen, wegen dem Verhältnis, ich will es gar nicht mehr so oft im Video erwähnen, aber was soll ich machen? Es wird eine Weile brauchen, aber das macht mich ein bisschen glücklicher, dass das dann bald so ausschaut, wie es sein soll, sagen wir mal. Seitdem geht es mir ein bisschen besser, sagen wir es so. Welches Gericht würdest du wählen, wenn du nur noch ein einziges lebenslang essen darfst? Oh, Burger. Eindeutig Burger. Eindeutig Burger. Was bringt dich so richtig zum Lachen? Freunde und Familie, mein Bruder zum Beispiel. Also mein Bruder, der macht mich fertig. Der bringt mich teilweise so zum Lachen. Vor ein paar Tagen war das, glaube ich. Ich glaube am Wochenende. Am Freitag haben wir Essen gemacht und am Tag davor hat er mich die ganze Zeit genervt, wie er was machen soll und ich war schon so aggressiv, dass ich am nächsten Tag das einfach bei ihm wiederholt habe und habe ihn die ganze Zeit verarscht. Und da haben wir Tränen gelacht, alle beide, also das war echt witzig. Das war echt witzig. Solche Momente machen mich auch glücklich, also falls wieder diese Glücklichkeitsfrage da rauskommt, also das macht mich auch. Jetzt hat der Vorhang sich bewegt. Creepy as fuck, aber okay. Jo, sowas bringt mich zum Lachen und macht mich auch glücklich. So. Wie findest du die neuen Sleek-Paletten? Hast du sie getestet? Nein. Ich glaube nämlich, dass Sleek, soweit ich gehört habe, bei Müller wieder ganz aus dem Sortiment geht. Weil ich noch so viele Lidschattenpaletten habe, habe ich auch nicht wirklich vor, mir jetzt eine neue zu kaufen. Die alten Paletten mag ich, aber die neuen habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Oh Gott, Eyeliner ziehen mit Reden wird ein bisschen kompliziert. Aber ich habe eh so viele Lidschatten, deswegen werde ich mir keinen kaufen. Sorry. Eyeliner ziehen und Reden ist keine gute Kombi. Würdest du gerne wieder in der Küche arbeiten? Nein, nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Ich werde die Zeit nie vergessen und die war auch lustig, die Zeit. Und ich bin dankbar für die Zeit, wo ich in der Küche war. Aber ich würde niemals wieder in einer Küche anfangen. Niemals. Warst du früher in der Ski beliebt? Was ist damit gemeint? Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Würdest du gerne in eine andere Wohnung ziehen? Weiß ich nicht. Also, es hätte mal eine Wohnung gegeben, die mich interessiert hätte, da hatte ich aber das Geld dafür nicht. Die hätte ich sofort genommen. Wenn das Geld von meiner Mama damals da gewesen wäre, hätte ich die Wohnung sofort genommen. Aber, ja. Hat wohl nicht sollen sein. Also, keine Ahnung. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich in der Wohnung bleibe. Ich weiß es nicht. Fragt euch was Leichteres. Warum machst du den Führerschein erst jetzt? Es gibt kein erst jetzt. Ich mache ihn jetzt erst, weil ich kann. Ist so. Tut mir leid. Aber ist so. Heute bin ich leicht aggressiv, glaube ich. Nein. Also ich mache ihn jetzt erst, weil ich gerade erst jetzt dazukomme. Entweder hatte ich immer das Geld, keine Zeit dafür. Oder hatte das Geld nicht und die Zeit dafür. Also was soll ich machen? Ist so leider. Besser später als nie. Was war das Positivste, das dir heute widerfahren ist? Heute, dass ich die Prüfungsfragen ein bisschen besser verstehe, im Gegensatz zu vorher. Das war das Positivste heute. Wenn du in einer Sache für den Rest deines Lebens, also das habe ich schon gemacht, dein schönstes Reiseziel? Japan. Weil ich jetzt auch unbedingt dieses, also weil ich auch unbedingt zu diesem Super Mario World hin will, da gibt es jetzt so eine eigene Super Mario Welt, die sie dort aufgebaut haben und ich will dort unbedingt hin. Jetzt noch mehr als vorher. Sommer oder Winter? Sommer. Eindeutig Sommer. Was hat dich in deinem Leben sehr stark beeinflusst? Positiv und negativ? Positiv und negativ.
der Job hat mich positiv beeinflusst, würde ich jetzt sagen. Würde ich jetzt schon sagen. Negativ und positiv könnte man auch den Tod von der Mama und vom Sparky sagen. Ich bin stärker geworden, aber war halt da so eine Weile im A. Ja. Generell die meisten Erfahrungen, egal ob es jetzt Beziehungsende sind oder von manchen Sachen profitiert man ins Positive und manche eher ins Negative. Versteht ihr, was ich meine? Da müsste ich jetzt komplett ausschweifen, aber mir fällt auch jetzt gerade auf die Schnelle gar nichts ein. Aber es gibt halt viele Sachen, die halt passiert sind, zumindest letztes Jahr, was eher positiv und negativ im Leben ein bisschen auswirkend war. Aber ich habe wieder die Kurve gekriegt, also ja. Das linke oder das rechte Twix? Beide. Ich esse beide. Wie viele Geschwister hast du? Wir sind eigentlich 4 Kinder. Eigentlich. Aber mit der einen Schwester will ich keinen Kontakt haben. Und ich will auch nicht näher auf dieses Thema eingehen. Das müsst ihr verstehen. Wir sind eigentlich 4 Kinder, mit der einen will ich nichts zu tun haben. Punkt aus Ende. So, was kochst du am liebsten? Also ich mache Pizza gern selber, aber den Teig halt nicht selber. Ich kaufe mir den Teig und belege sie selber. Was ich noch gern mache, ist dieses scharfe Essen, wo ich mal ein Video gemacht habe. Und ich koche generell sehr gerne selbst. Manchmal bin ich zu faul, aber öfter koche ich sehr gern selbst, weil ich da auch mehr ausprobiere. Zum Beispiel Spaghetti-Soße mache ich viel lieber selber als diese Päckchen. Mein Bruder hat vor kurzem nämlich ein Bagel gemacht von diesem Spaghetti-Ding und ich habe auch kein Verschiertes mehr drin in meinen Spaghetti. Und ja, ich mag die Variante von mir ein bisschen lieber, weil ich gebe nur Gemüse noch rein. Was mich eh wundert, aber ich gebe nur noch Gemüse rein. Was ich besonders gut kann, dumm sein. Wirklich. Das kann ich am besten. Also ich habe einen sehr ausgeprägten Humor. Wer meine Live-Videos gesehen hat, wird das schon mitbekommen haben. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine selbstgute Einschätzung von mir selber. Oder was kann ich gut? Ich kann gut kochen, sagen wir es so. Du deinen Tag so, das verstehe ich nicht. Wie gehst du mit dem Lockdown um? Also wie wird dir nicht langweilig? Und wie verbringst du... Ah, deinen Tag so. Das sind zwei Dinge. Ja. Ich gehe meistens arbeiten, Kinder. Weil Lockdown betrifft mich nicht. Also meistens bin ich arbeiten. Jetzt habe ich im Lockdown Urlaub, habe aber den Urlaub für den Führerschein. Das heißt, vorher kann ich nicht wirklich viel machen. Ich habe meistens jetzt vorher die Woche gelernt oder habe ein bisschen die Wohnung aufgeräumt, habe mit meinem Bruder gegessen. Ja. Man kann halt wirklich nicht viel machen und mich betrifft halt der Lockdown auch eigentlich nicht so wie andere. Also ich kann mich über den Lockdown nicht beschweren, weil mich betrifft es nicht. Leider in Anführungsstrichen. Ketchup oder Mayo? Mayo. Würdest du auch gerne nach Dubai ziehen? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Würde ich nicht. Ich weiß nicht mal warum, aber Dubai wäre jetzt nicht das Ziel, was ich mir setzen würde, wenn ich wohin ziehen wollen würde. Ich bin ganz glücklich in Wien, ich würde gar nichts woanders hinziehen. Nö. Hast du dich neu verliebt? Ja, in mich selbst. Das kam wie aus der Kanone geschossen. Nein, habe ich nicht. Warum willst du dich nicht impfen lassen? Ich habe jetzt nämlich gehört, das war der letzte Stand, wenn du dich impfen lässt, kannst du es trotzdem bekommen und bist ein Träger. Und in Deutschland ist ja, glaube ich, jetzt so, dass wenn du geimpft bist, dass du trotzdem testen gehen musst. Und ich glaube, bei uns in Österreich ist das auch so, dass wenn du geimpft bist, dass du trotzdem testen gehen musst. Und das finde ich ja beschissen. Warum lasse ich mich dann impfen, wenn ich erstens mal trotzdem die Krankheit kriegen kann und es weitergeben kann? Also, na... Na, ich finde, na. Was hast du heute gemacht? War ja oder schöne Wetter? Oh, das war sicher an dem Tag bezogen, wo das war. Also heute habe ich nicht viel gemacht, das habe ich auch gerade vorher erzählt. Ich habe gelernt,
ich sollte mich weiter schminken. Ich habe gelernt, habe mein Geschirrspüler ausgeräumt, meine Wäsche habe ich wieder mal vergessen, typisch. Was habe ich noch gemacht? Musik gehört. Gelernt, Musik gehört. Ein bisschen rumgedanced. Baden war ich. Ja. Das war's. Mehr habe ich heute nicht gemacht. Machst du mal wieder Sammlungsvideos? Habe ich eh auch aktuell hochgeladen. Also ja. Hast du wieder Kontakt zu deiner zweiten Schwester? Nein. Wieso vloggst du nicht so oft? Könnte mir deine Videos jeden Tag anschauen. Also ich habe vor kurzem ein Vlog-Video gedreht. Muss aber erst gucken, wann ich das hochlade, weil ich will halt auch nicht, dass jetzt jedes Mal unter die Kommentare dann kommt, dass die Corona-Regel nicht einhalten. Ja, toll. Freut mich. Ich meine, es ist nicht so, dass ich in jedem Video jemanden abknutsche, aber ich habe vor kurzem erst gefilmt. Ich muss halt nur gucken, wie lang das geworden ist. Vielleicht wird es jetzt eh wieder mehr mit den Vlogs. Ich muss halt gucken, jeder von meinen Freunden will halt auch nicht gefilmt werden. Das muss ich halt auch, beziehungsweise habe ich bis jetzt noch gar nicht gefragt, wer gefilmt werden will und wer nicht. Boah, ist das dunkel. Deswegen, ich werde mich wieder bemühen, mehr von den Videos zu machen. Mal gucken, wie ich das schaffe. So. Wie gehst du mit frechen Nachrichten um? Puh, in letzter Zeit nicht so gut. In letzter Zeit überhaupt nicht gut. Also ich bin früher viel, viel besser damit umgegangen als jetzt. Jetzt, wenn man irgendeiner so einen blöden Kommentar schreibt, da könnte ich manchmal ausrasten bis zum Umfallen. Fragt mich aber nicht warum. Entweder generell wegen der Situation, dass ich so aggressiv bin, aber manche Kommentare sind einfach mega unnötig. Und da verstehe ich dann auch nicht, warum man das auch noch so kommentieren muss. Aber jetzt da ich hatte vor kurzem wieder so eine Nachricht, wo ich mir dachte, boah, Klugscheißer hoch 10, aber habe nicht drauf geantwortet. Und das werde ich auch in Zukunft so machen. Also bei solchen Nachrichten werde ich einfach nicht mehr drauf reagieren. Kein Bock mehr drauf. Wieso sollte ich mich ärgern? Ist es ein Druck auf YouTube und Insta so aktiv zu sein? Du arbeitest ja auch im Verkauf. Nein, ich mache mir da keinen Druck. Also wenn ich mal Story poste, ich ja auch eigentlich, sag ich jetzt mal, halbwegs regelmäßig, glaube ich. Ich mache mir da auch keinen Druck. Das ist mein Hobby und deswegen, nein. Also Druck ist es nicht, auch für YouTube nicht. Hin und wieder, wenn ich lang kein YouTube-Video hochgeladen habe oder wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub habe und ich habe die Fahrschule nebenbei und mir klar geworden ist, hoppla, du hast zwar viele Videos vordreht, aber du hast keine Videos mehr gedreht, wenn du arbeiten gehst, dann kommt kein Druck auf, sondern eher ein bisschen ein Ärger, dass ich so wenig Zeit habe. Aber es ist ja mein Hobby, also mache ich mir da, denke ich mir dann immer wieder kein Problem, mache da keinen Druck, weil es kommt dann eins, wenn ich kann. Ich habe auch aufgehört, mich öfter in den Videos zu entschuldigen, wenn mal keins kommt, glaube ich, oder habe ich das? Ich glaube schon. Oh ja. Ich meine, ich entschuldige mich schon, wenn halt länger keins kommt, aber ihr wisst ja, dass ich nebenbei arbeite. Alle wissen das und deswegen, was eher kein Druck ist, aber viele wollen eher, dass ich immer live komme auf Instagram. Und da habe ich in letzter Zeit sehr wenig Zeit. Weil ich wollte eigentlich dieses Wochenende, aber das ging sich irgendwie nicht aus. Da muss ich gucken, dass ich das dann vielleicht übernächstes Wochenende oder so probiere. Aber ein Druck ist gar keiner da. Manchmal mache ich mir den Druck ein bisschen selber, aber dann im Nachhinein denke ich mal, komm wieder runter, weil es ist mein Hobby, ich verdiene kein Geld damit, also brauche ich mich nicht stressen oder so. Wann lässt du dich tätowieren? Oh, die Frage kam von der Sabrina. Ich weiß es noch nicht. Ich will unbedingt tätowieren gehen, aber durch diesen ganzen Drecks-Lockdown und so und angeblich kann der Tätowierer nicht von Ungarn nach Wien kommen, weil die Grenzen zu sind. Ja, ich weiß es nicht. Entweder ich frage jetzt nochmal den einen Arbeitskollegen, ob das sich was tut. Wenn nicht, wechsle ich den Tätowierer. Oder lass es dabei. Ich weiß es noch nicht. Ich will unbedingt das Tattoo haben, aber sowieso auch schon werde ich das nie haben, wenn es so weitergeht. Hast du noch Kontakt zu Jasmin Schnittig auf YouTube von früher? Oh, nicht mehr so regelmäßig. Wir haben sich jetzt im Social Media Ding sich schon wieder gefunden, sage ich jetzt mal. Weil sie mir mal geschrieben hat. Aber ich glaube, sie macht da keine Videos mehr. Und so einen regelmäßigen Kontakt haben wir ja nicht. Leider nicht mehr. Aber nicht mehr so wie früher. Leider.
Machst du gerade den Führerschein? Ja, mache ich. Mache ich gerade wirklich. Ich meine, ich habe jetzt gerade Theoriekurs. Muss auch ein bisschen Gummi geben jetzt noch. Aber spätestens um 15 Uhr muss ich von da wegfahren, weil sonst sieht das nicht aus. Ja, also ich mache jetzt gerade den Führerschein. Das war zweimal die Frage. So, oh Gott, deine Frage ist so klein. Ist keine Frage, aber du bist die beste Tante der Welt. Oh Mann, Lin. Mehr Fragen fallen mir gerade nicht ein. Hoffe, dir geht es gut. Wünsche dir ganz viel Glück in der Liebe. Weißt du, das ist nur wie süß. Willst du einmal Kinder? Will ich eigentlich schon, aber. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also, ich will schon welche haben, aber jetzt denke ich so, wenn es halt nicht wird, dann wird es halt nicht so. Was soll ich machen? Ich kann mich nicht selbst schwängern. Also, was soll ich machen? Ich will auch nämlich kein Kind kriegen und dann hat das Kind keinen Vater. Also, wirst du eben nicht schwängern lassen. Oder wirst du schwängern lassen und dann. Nein, das kommt bei mir gar nicht in Frage. Hattest du schon mal eine gemeine Kollegin? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen? gemeine Kollegin in Anführungsstrichen. Es gab einmal beim Yves Rocher so eine sehr schwierige Situation. Wobei ich aber selber schuld war. Die Geschichte, glaube ich, kennst du eh schon alle. Die Filialleitung war meine Schwiegermutter. Und das war nicht einfach. Und das würde ich nie wieder machen. Also, man scheißt nicht da, wo man ist. Es ist einfach so. Es ist wirklich so. Deswegen, ich habe viel aus meinen Fehlern gelernt. Wirklich viel aus meinen Fehlern gelernt. Und ich würde nie wieder privat irgendwas mit jemandem anfangen in der Arbeit. Nie wieder. Nie, nie wieder. Aber ich bin damit nicht so leicht umgegangen. Ich habe mich an die Filialleitung, also nein, nicht Filialleitung. Ich habe mich an die Bezirksleitung damals gewendet und ich wurde dann gekündigt. Also hat sich das dann erledigt. Nimmst du dir wieder einen Hund irgendwann? Wieder die Frage. Ich habe das schon beantwortet, also ich weiß es noch nicht. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Machst du mal eine Roomtour, wenn du renovierst? Ja, geplant ist es schon, aber ich weiß halt noch nicht wann. Geplant hätte ich es schon. Wenn du wählen könntest, ein Leben mit Geld oder eins mit Liebe? Oder aber arm sein. Eins mit Geld. Man braucht schon Liebe. So denke ich jetzt zumindest. Mit Geld. Klingt vielleicht traurig, aber mit Geld. Wieso willst du dich nicht impfen lassen? Das habe ich schon beantwortet. Wenn du im Lotto gewinnen würdest, was würdest du mit dem Geld alles machen? Was würde ich damit machen? Wenn ich im Lotto gewinnen würde, kommt drauf an, wie viel das ist. Ich glaube, ich würde mein Haus kaufen. So mit eigenem Grundstück, wenn ich im Lotto gewinnen würde. Wie lange wohnst du schon in deiner Wohnung? Würdest du was an ihr ändern? Also ich wohne schon über 10 Jahre da und auf jeden Fall will ich was ändern, weil das nervt mich alles herinnen. Das nervt mich wirklich alles herinnen. Es ist im Werden, aber es ist halt nicht so einfach. Oh, bin ich schon durch? Das war jetzt schnell. Ah, da fehlen mir ein paar Fragen. Ah nein, das ist so fotografiert. Okay. Also ich bin leider schon fertig mit den Fragen. Ich könnte noch ein bisschen was erzählen, weil ich habe noch ein bisschen Zeit. Zwecks Hund, Wohnung vielleicht. Also ich habe jetzt schon öfter mit meinem Papa geredet wegen Hund. Und er redet auch manchmal so. Wegen Hund, aber ich glaube nicht, dass es klug wäre, wenn ich mir jetzt einen neuen Hund nehmen würde. Das, nein. Nein. Ich fühle mich oft sehr, sehr einsam, ohne Spooky Nater natürlich, weil er hat halt schon so eine Lücke gefüllt jetzt, muss ich sagen, weil jetzt, wo ich allein bin, merke ich das erst richtig. Also er hat eine große Lücke gefüllt, sage ich jetzt einmal. Aber ich weiß es nicht. Ich habe auch schon vor kurzem überlegt, ob es nicht besser wäre, wenn ich mir doch wieder einen nehmen würde, weil dann wäre ich nicht so alleine, weil das Barkie hat mir schon viel Rückhalt gegeben. Ich hatte ja noch meinen Hund, aber jetzt da. Aber es macht halt wieder ein bisschen alles schwieriger mit einem Hund. Man muss wieder auf mehr achten. Ich weiß es nicht. Bin mir da noch nicht sicher, ob ich mal noch einen nehme oder nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich. So, wenn ich so öfter überlege, denke ich mal, ja,
dann denke ich mal wieder, nein. Wenn ich dann im Sparky so extrem vermisse, weil ich aber oben da in der Ecke, ich glaube, man sieht man das von da? Nein, wenn ich die Kamera falsch hingestellt habe, genau da in der Ecke stehen da seine Bilder und in dem Kasten stehen auch seine Bilder drinnen und ich weiß nicht. Das hat mir so eine Watschen gegeben, dass ich in Sparky verloren habe, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das noch einmal schaffe, wenn ich das Tier wieder lösen muss oder wenn es krampfhaft irgendwie stirbt. Beim Sparky hatte ich quasi Glück, dass ich ihm helfen konnte, dass er nicht leiden musste. Aber was ist, wenn es beim nächsten Tier nicht so ist? Das, na, ich weiß es wirklich nicht. Was Thema Hund betrifft, bin ich echt unentschlossen. Wirklich unentschlossen. Ich habe oft überlegt. An einen Tag denke ich mir immer ja, an einen anderen Tag denke ich mir wieder nein. Ich weiß es nicht. Wohnungsmäßig will ich auf jeden Fall alles neu haben, weil ja da die Fragen dazwischen eben waren, was ich mir vorstelle und so. Ja, das Problem ist, Schlafzimmer würde ich schon wissen, aber Schlafzimmer ist halt das Schlimmste bei mir zu machen, weil das ist halt der Raum, in dem ich mich am meisten aufhalte. Ihr müsst wissen, ja, meine Wohnung ist ja nicht so groß, meine Wohnung hat nur 39 Quadratmeter, das heißt, sie ist relativ klein. Und weil ich auch noch da drin wohne, macht es halt das nicht leichter, wenn ich renoviere. Ich habe halt mir gedacht, dass es gescheiter wäre, wenn ich zuerst Kammer, WC und Vorzimmer mache. Finde ich persönlich gescheiter, wenn ich das so machen würde. Und beim Rest, meine Hände sind offen, dann würde ich das Badezimmer anfangen, weil ja der Dreck dann rauskommt von den ganzen Fliesen runterstemmen. Das wird auch geil. Also ich könnte jetzt schon kurz im Strahl. Ja. Badezimmer. Küche und dann vielleicht am Schluss das Schlafzimmer, obwohl ich mir das Schlafzimmer so als erster gewünscht hätte, aber es wird nicht gehen. Das wird nicht gehen, leider. Ich weiß es noch nicht. Also mir wären einmal die kleinen Räume lieber, weil dann hätte ich schon ein bisschen was gemacht und ich glaube, das würde mich auch motivieren. Und das Badezimmer halt vorher, hat mein Papa gesagt, wäre schon wichtiger wegen dem ganzen Dreck, was da rauskommt. Also wenn du ja die Fliesen runterstemmen musst und so und das ist halt mit viel Dreck verbunden. Falls ihr versteht, was ich meine. Aber ich bin mir noch ganz, ganz unsicher. Ich glaube, ihr merkt das. Also mir wäre es lieber, wenn das Kammerl schon mal fertig wäre, weil ich will ja eigentlich die Waschmaschine ins Kammerl haben. Finde ich praktischer. Meine Schwester hat das auch so, was ich weiß. Ja, meine Schwester hat es auch so. Es kommt halt darauf an, ob es da einen Anschluss gibt, einen Wasseranschluss. Das muss natürlich geguckt werden. Das heißt, die Wand muss auch aufgestemmt werden. Also es ist ein bisschen, es ist schwer. Es ist wirklich schwer, wenn du in der Wohnung da drin wohnst und sie nicht, ich will ja alles raus haben. Also ich will komplett alles neu haben und auch die ganzen Möbeln raus, weil das ist alles nicht meines. Das war alles in der Wohnung schon drinnen. Ich will alles anders haben. Also die Küche, da will ich unbedingt auch ein bisschen mehr Abstellflächen haben. Schlafzimmer will ich nicht so zumüllen wie da jetzt. Also ich meine, ich kann kurz die Kamera drehen, wenn es möglich ist. Ihr seht ja, das ist so ein ganz kompletter Kastenverbau, der bis daher geht, ja. Und deswegen, sowas will ich auf gar keinen Fall mehr haben. Und das Schlafzimmer bleibt auch ein Schlafzimmer. Ich mache kein Wohnschlafzimmer draus. Das haben mir viele geraten, aber ich will das nicht. Nein. Nein. Da hat drinnen keiner was verloren. Wirklich nicht. Deswegen will ich dann in der Küche trotzdem noch so eine Essecke haben, damit man halt dort dann sich aufhalten kann. Aber ich muss halt, also ich habe wirklich vor, dass ich mal zum IKEA oder so gehe und dann zum Möbelix, weil da kann man sich auch die Küche zusammenstellen lassen, dass ich dort dann hingehe mal und mich einmal beraten lasse. Aber zuerst will ich auf jeden Fall das Abstellkammer machen lassen und mein WC noch einmal, aber das ist, also und das Vorzimmer. Die drei Räume hätte ich gerne vorher noch, bevor wir das Badezimmer machen. Aber ich bin mir nicht sicher. Es ist wirklich schwer, wenn man in der Wohnung drinnen wohnt. Jetzt hat auch den Führerschein angefangen, das ist echt schwer. Wirklich schwer. Aber was soll ich euch sagen? Weil ja auch so viele Fragen waren wegen Beziehung. Kann ich euch auch gerne antworten drauf. Ich will dabei nichts mehr mit Beziehung zu tun haben. Ich bin zwar noch auf einer Dating-Seite eigentlich, auf Friendseek bin ich ja auch, wenn das so heißt. Aber da date ich ja eigentlich nicht. Ich schreibe schon mit ein paar und werde auch den Kontakt weiterhalten.
weil treffen werde ich mich schon hin und wieder mit ihnen, aber jetzt nicht auf die Voraussetzung raus, dass ich halt eine Beziehung anfange mit denen, sondern es kann ja auch freundschaftlich auch sein. Deswegen finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Irgendwie gefällt mir die Mascara doch nicht mehr so gut. Ich habe jetzt nochmal die von Essence, die Waterproof mit Ariel drauf, aber irgendwie verbiegt die meine Wimpern. Wenn ich dann mit der Lancôme Lash Idol drüber gehe, macht es das auch nicht irgendwie besser. Nö. Das macht so Fliegenbeine irgendwie. Ich hatte das nie bei der Essence und jetzt da? Ich weiß nicht, was da los ist. Gefällt mir nicht mehr. Okay, vielleicht, weil ich jetzt auch die Idol gewohnt war. Die macht das. Ich meine, so geht's, aber... Na, ich finde das echt schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Ich komme auch gar nicht mehr zu meinen falschen Wimpern. In der Fahrschule will ich jetzt nicht extra die... Scheiße. Die falschen Wimpern nehmen, weil das bringt ja nichts. Ich schmink mich eigentlich hier generell... Ich habe eigentlich vorgehabt, mich heute gar nicht zu schminken, aber ich habe mir gedacht, ich habe noch genug Zeit, also mache ich das Video. Und währenddessen schminke ich mich halt gern. Ach, ich muss unbedingt die Zeit im Auge behalten, nicht, dass ich da... Es klingt so, als würde ich voll unter Zeitdruck stehen, oder? Ach Gott. Also, wegen Beziehung wollte ich jetzt reden. Ich bin gerade da so fixiert auf die Wimpern. Ich habe halt wirklich keine Lust drauf, auf einmal ganz arg, mich mit jemandem speziell zu treffen, wegen einem Date oder so. Mit einem schreibe ich jetzt noch. Mit dem schreibe ich sehr lange. Das ist auch der, der mir zum Valentinstag Blumen geschenkt hat. Mit dem werde ich mich schon noch treffen, weil ich halt mit dem schon sehr, sehr lange Kontakt habe, sage ich jetzt mal. Boah, die Mascara ist die... zum Kotzen. Zum Kotzen. Deswegen mit dem werde ich mich schon treffen, aber nicht auf der Sicht jetzt raus, dass es ein Date ist, sondern kann auch freundschaftlich. Also ich rechne nicht mehr so viel damit, dass da jetzt was draus wird oder nicht, so wie früher. Weil bei den letzten, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war selber schuld, dass mir so viel Scheiße passiert ist. Weil ich habe bei den meisten gleich mich wohlgefühlt und habe mir gedacht, boah, vielleicht könnte das was werden, der ist so nett. Nein, mache ich nicht mehr. Ich werde nicht mehr das so kaputt denken, dass ich jetzt mir so denke, okay, das könnte was werden. Ich habe nämlich vor kurzem wieder angefangen damit und habe mich gleich über mich selber geärgert. Weil mit einem verstehe ich mich sehr gut, freundschaftlich. Und das soll auch so bleiben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil ich habe halt keinen Bock, dass ich da jetzt mich wieder auf was einlasse und dann funktioniert es wieder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Besser man erwartet nichts mehr. So auf die Art, genau. Besser man erwartet nichts mehr. Ich glaube, das erklärt es am besten. Ich will halt nicht mehr, dass ich so hohe Erwartungen in irgendwas habe, wenn ich... Ich mache mir immer dann selber Druck. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will, oder? Ich mache mir nämlich immer extremen Druck, wenn ich mir denke, es könnte was werden, kommt automatisch dieser Druck dann. Und das hasse ich. Das hasse ich extrem. Aber, ja... Bin auch brav noch am Aussortieren, jetzt mal Thema zu wechseln. Ich bin auch brav noch am Aussortieren. Ich habe jetzt auch ein paar Nagellacke aussortiert. Da habe ich ur viele stehen, die noch zum Lackieren funktionieren. Ich musste ur viele Essenz aussortieren, aber ich will eh bald ein Aussortier-Video machen. Und da werdet ihr dann den ersten Teil schon von den Nagellacken sehen. Das sind wirklich viele. Das sind wirklich extrem viele und das verstehe ich nicht. Weil Essenz finde ich komisch, dass die so schnell kaputt werden, aber... Was soll ich euch sagen? Warum ich so viel draufklatsche? Ich schmink mich dann am Abend eh wieder ab. Ja.
Lippen weiß ich nicht, was ich drauf kann. Meistens gebe ich nur so ein Lippenöl drauf. Oder mein Lippenpflegestift, den von Yves Rocher, den, was ihr in dem Sammlungsvideo gesehen habt, dieser orangene Stift, den benutze ich jetzt in letzter Zeit sehr gerne. Ich mit meinem sehr gerne. Den benutze ich wirklich gerne, weil der macht so schöne glänzende Lippen und er pflegt auch unter der Maske. Weil meine Lippen sind in letzter Zeit eine Katastrophe. Ja. Ich hoffe, ich habe keine Frage vergessen, aber ich glaube nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich bei manchen Fragen jetzt nicht gerade so nett geblieben bin. Aber ich muss nicht auf alles antworten. Ich glaube, das ist verständlich, oder? Ein paar Fragen habe ich auch, glaube ich, gar nicht fotografiert, wo ich wusste, da würde ich gar nicht antworten drauf. Ein bisschen zurückhalten. Zumindest was Familie betrifft. Das verstehen aber auch, glaube ich, viele, oder? Wenn ich darüber nicht komplett mein Herz erschütten will. Ich glaube, das verstehen sehr viele. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!